Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Haben Sie Ihren Schuldschein schon platziert? Wenn nicht, dann wird es Zeit, weil Sie beginnen, so ein bisschen ein Outsider zu werden. Der Schuldscheinmarkt boomt nämlich. Und das ist unser Thema heute bei Finance TV. Unser Studiogast ist Andreas Petri von der Helaba. Herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Morgen. Sie leiten dort das Primärmarktgeschäft, wo das auch die Schuldscheinemissionen drin sind, sind auch bei vielen Transaktionen dabei. Wir haben jetzt, Stand heute, schon mehr Volumen platziert als im ganzen Vorjahr. Der Markt ist richtig heiß. Woran liegt das? Es gibt mehrere Treiber, die dieses Volumen verursachen. Unter anderem ist es natürlich so, dass das M&A-Geschäft angesprungen ist, gerade im Mittelstandsbereich, in der zweiten Reihe der Unternehmen, viele wirkliche strategische Investoren in den Markt drängen und die das Schuldscheindarlehen zur Ausfinanzierung nutzen. Zweitens sind immer mehr internationale Investoren. Das ist natürlich mittlerweile ein paneuropäisches Instrument geworden. Mittlerweile ist jeder vierte Emittent kein deutsches Unternehmen mehr. Der weitere Grund oder ein weiterer Grund ist natürlich das absolute Zinsniveau. Viele Unternehmen sehen eine Zinswende oder zumindest eine Möglichkeit einer Zinswende in absehbarer Zukunft und nutzen eben nochmal die Gelegenheit, hier Liquidität aufzubauen. Zudem ist der Markt einfach so stabil im Vergleich zum Bondmarkt, dass auch hier ein Stück weit Deals vom Bondmarkt in den Schuldscheinmarkt reindriften. Gut, läuft das am Schuldscheinmarkt ja schon länger. 2014 zum Beispiel hatten wir auch schon über 100 Emissionen, ja. Aber das Volumen lag mit knapp 11 Milliarden Euro weit unter dem Rekordvolumen von 20 Milliarden Euro, die wir 2008 gesehen haben. Jetzt sind wir schon bald bei 15. Fällt die Rekordmarke dieses Jahr? Die wird fallen. Also wir gehen davon aus, dass mit Blick auf die Pipeline im vierten Quartal das Volumen deutlich über die 16 Milliarden gehen wird in dem Jahr. Es fing ja schon im vierten Quartal 2014 an, aber Sie haben natürlich recht, in 2014 haben wir eine ähnliche Anzahl an Deals gesehen wie in 2015, allerdings mit deutlich kleineren durchschnittlichen Volumen. Das ist natürlich ein Effekt, den ich eben ja auch schon mal beschrieben habe. Größere Emittenten, die auch durchaus in der Lage wären, Bonds zu emittieren, nutzen den Schuldschein, weil er einfach nicht die Erratik zeigt, wie der Bondmarkt. Und früher hatte man zwischendrin noch den Eindruck, der Schuldscheinmarkt wird so eine Art Mini-Bondmarkt Deluxe. Man hat sehr viele kleine Emissionen gesehen, auch tendenziell bonitätsschwache Unternehmen. Dann kamen die richtig dicken Dinger über den Sommer. Jetzt geht das Volumen nach oben. Weißt du im Moment die Marktstruktur? Ist es eher ein Big Business oder sind die Kleinen immer noch ganz vorne mit dabei? Ja, es ist einfach so. Per se ist der Schuldscheinmarkt ein Investment-Grade-Markt. Immer noch? Er ist es, ja. Im Prinzip bleibt für die kleineren bonitätsschwächeren Emittenten, das ist natürlich eine Frage, was ist klein? Also der Markt ist begehbar für Unternehmen ab 250 Millionen Umsatz aufwärts. Das ist einfach der Trend im letzten Jahr gewesen. Der Supply auf der Großunternehmens- oder größeren Unternehmensseite war mangelhaft, nicht ausreichend, um die Investorennachfrage zu decken. Entsprechend haben sich da einfach Fenster aufgetan für Emittenten aus der dritten und vierten Reihe. Er wird aber kein Substitut werden für die Mid-Cap-Bond-Märkte, definitiv nicht. Dafür ist die Investorenstruktur einfach zu bonitätsgetrieben, zu mikroanalytisch unterwegs. Also das wird nicht passieren. Der Preis ist nur bedingt ein Treiber in diesem Marktsegment. Ich versuche Ihnen mal ein bisschen zu widersprechen mit Blick auf eine Transaktion. ZF Friedrichshafen, der größte Schuldschein aller Zeiten, ist im Frühjahr platziert worden, 2,2 Milliarden Euro. Aber de facto war das ein Leverage-Loan für die Refinanzierung einer Mega-M&A-Transaktion. Genau. Das ist ja eigentlich eine Transaktion, die den Markt geprägt hat, die in eine andere Richtung geht, als Sie sagen. Hier bei ZF ist es einfach so, dass die Bonität subjektiv von den Investoren einfach besser eingeschätzt wird, vielleicht als das externe Rating vermuten ließe zu der Zeit. Und man die Story im Prinzip adaptiert hat und verstanden hat. Also anders kann das nicht interpretiert werden. Ja? Es gibt natürlich eine ganze Reihe eben gerade in Deutschland solcher Emittenten im Crossover-Bereich, die immer wieder gut in der Anleihe, im Schuldschein, auch im Zinsloan-Markt sich refinanzieren können, weil einfach hier in der Investoren-Community ein hohes Grundverständnis für deren Geschäftsmodell da ist. Wie geht es denn mittelfristig weiter? Wir haben gesagt, gutes viertes Quartal ahead, super Geschäftsjahr dann 2014.
Kann der Schuldscheinmarkt generell dieses Niveau in den nächsten Jahren halten oder glauben Sie, es ist eine Sonderkonjunktur und wir werden wieder runtergehen auf die alten Niveaus? Nee, ich glaube nicht, dass wir auf die alten Niveaus runtergehen, wobei es ist natürlich immer eine Zyklik da. Wir hängen natürlich mit dem Marktvolumina auch ein Stück an der Konjunktur. Ich meine, wenn nicht investiert wird, dann werden die Volumina nicht ins Uferlose steigen. Aber wir werden natürlich Dinge substituieren. Wir werden natürlich andere Treiber im Markt kriegen. Ich sagte ja bereits, jedes vierte Unternehmen ist ein nicht deutsches Unternehmen, was in den Markt eintritt. Und das ist natürlich ein Wachstumstreiber für den Markt per se. Ich meine, wir haben ganze Marktbereiche in Europa noch nicht erschlossen. Da ist das Produkt so langsam am Vorwärts marschieren. Und entsprechend ist das einfach die Sicht, die man auf den Markt werfen muss. Er wird wachsen, er wird internationalisieren. Wir werden einfach eine viel, viel breitere Emittentenzahl kriegen im Markt. Das war früher halt doch ein sehr innerdeutsches Geschäft, vielleicht noch die Dachregion. Aber mittlerweile sehen wir im Jahr 10, 15 französische Emittenten. Wir haben die ersten englischen Emittenten gehabt. Wir haben jetzt gerade ein finnisches Unternehmen an den Markt gebracht. Wir bringen Dollar-Transaktionen, wir bringen Transaktionen in Sterling. Und ich meine, das Ganze führt natürlich dazu, dass der Markt einfach eine Breite kriegt auf der Emittentenseite und es führt dazu, dass man neue Investorenkreise dazu gewinnt und das Ganze schaukelt sich natürlich dann hoch. Wir kommen zum Schluss zu den drei Fragen von Finance TV. Bitte mit Ja oder Nein beantworten. Die erste Frage schließt direkt daran an. Glauben Sie, dass in den nächsten Jahren die 20 Milliarden Euro Marktvolumenmarke das New Normal wird am Schuldscheinmarkt? Also ich hoffe es natürlich. Ich kann es mir gut vorstellen im normalen Zyklus. Die nächste Frage, wird es in den nächsten 12 Monaten einen noch größeren Schuldscheindeal geben als ZF Friedrichshafen? Das lässt sich nicht sagen. Es gibt sicherlich Kandidaten, die das Potenzial haben, das zu machen. Ja. Und die letzte Frage, strömt im Moment auch Silly Money an den Markt von Investoren, die am intransparenten Schuldscheinmarkt einfach nicht richtig aufgehoben sind? Definitiv nicht. Also hier gibt es kein Stupid Money, definitiv nicht. Dafür ist der Markt einfach zu analytisch getrieben. Große Deals, gute Investoren, das alles bereitet für eine schöne Jahresendrallye. Danke für Ihren Besuch, Andreas Petri. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, emittieren Sie jetzt. Das Geld ist da. Wir wünschen Ihnen alles Gute dabei und schauen Sie dabei auch ab und zu bei Finance TV rein. Kriegen Sie neue Anregungen. Wir freuen uns darauf. Alles Gute. Tschüss.